Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online. Und wir sind hier in Road 43 und warte mal, wo waren wir hier? In welchem Dörfchen müssen wir gleich kämpfen? Mahogany Town. Da müssen wir gleich gegen den Arenaleiter kämpfen, sofern wir dann finden oder rausfinden, wo er steckt, beziehungsweise wie wir an ihn rankommen, beziehungsweise wie wir in die Arena kommen. Und auf dem Weg hauen wir jetzt erstmal hier die Boys and Girls weg. Ja. Wahrscheinlich hat er dreimal, hat er gleich noch die Weiterentwicklung und dann die Endentwicklung. Das könnte ich mir richtig vorstellen. Ja, seht ihr? Die Weiterentwicklung. Meistens ist es ja doch sehr durchschaubar, was die gegnerischen Pokémon so drauf haben. Und Typlosion. Da müsste jetzt natürlich theoretisch stärker sein als wir. Deutlich stärker. Ich will einmal gucken, ob Cut mehr abzieht. Oh ja, Cut. Ja, wobei war ein Crit, ne? War ein Crit. Und dann hätten wir den auch geregelt und dann sind wir Stufe 50. Immer noch nicht. Weiterentwickeln. Wir wollen schließlich weiter schnell Level steigen. Das wird ein schöner One-Hit. Das ist auch wieder so unverhältnismäßig. Der davor hat sozusagen drei Pokémon auf Stufe 34. Also durchschnittlich 36. War ja ein 35er, ein 36er, ein 37er. Und der hier hat nur noch ein 37er. Und das noch nicht mal die Endentwicklung. Da denkt man sich doch, ja, hä? Wie soll der denn eine Chance haben? Beziehungsweise, was soll das? Der hat jetzt wahrscheinlich wenigstens wieder zwei in der Stärke. Oh, wieder One-Hit. Wunderbar. Donphan, mal gucken, ob das auch One-Hit. Nee, das hätten wir nicht One. Oh, es hat Sturdy, nur deswegen. Hui, tschusch, das war knapp. Setzen wir mal unser Gloom ein. Warum setze ich Sleep Powder ein? Was sollte das denn? Kann mir das jemand sagen? Warum habe ich das getan? Was war da in meinem Kopf kaputt? So, wir cruisen mal wieder zurück. Denn schließlich wollen wir unser Quilava trainieren. Ich hatte es ja schon in der letzten Folge gesagt. Der Gegner wird Eis-Pokémon haben. Also wird Quilava unser Ass im Ärmel sein. So, weiter geht's. Quilava ist ja auch jetzt schon Stufe, so gut wie Stufe 51. Aber wenn man das vergleicht mit Kanto, wo wir, glaube ich, schon... Ja, ich glaube, ganz am Ende Stufe 50 unsere ganzen Pokémon hatten, da muss ich sagen, ja. Hier muss man schon ein bisschen mehr leisten, ne? Ein bisschen, braucht man schon ein bisschen stärkere Pokémon. Oh, Sturdy. Hat Sturdy ihm wieder den Arsch gerettet. Hoffentlich hat das nicht wieder Sturdy. Das würde ich gerne one-hitten. Ne, es hat wieder Sturdy. Nein, diese Missgeburten. So, 16.700 Erfahrungspunkte. Und nein, wir wollen immer noch nicht entwickeln. Green Hair Misa, Baldman. Ja, vielleicht kriegen wir den hier One-Hit down. Na. Aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Er kriegt sich eher selber One-Hit down. Oh, und der Spotter. Was ist das denn für ein Dingen? Kriegt man das auch One-Hit down? Nein.
Nö. So, was setzen wir da mal ein? Ja, komm. Gloom nochmal. Unser gutes Gloom. Das hat ordentlich Erfahrung gebracht, das Ding. Auch wenn ich das noch nie in meinem ganzen fucking Leben gesehen habe. Dieses Vieh. Ja, man könnte ja schon fast sagen, da wir jetzt schon bei Orden Nummer 7 sind, dass wir jetzt schon straight auf die Top 4 zugehen hier in Johto. So, aber hier ist ein ganz schön langer Weg, ey. Hier gibt es echt einige zu besiegen. Und die haben echt interessante Pokémon. Was ist... Was hat der gelabert? Der hat irgendwas von einem... Warte nochmal. You got it. Okay. Unser Gyarados ist blau, blauer als es normalerweise ist. Wir sollten es lieber im Pokémon Center lassen, sagt er. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das irgendwas ändert, aber ich mache es jetzt einfach mal. Keine Ahnung, was es damit jetzt auf sich hat. Aber da müsste ich ja gleich... Das rote Gyarados kommen. Vielleicht hat es ja irgendwas damit auf sich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir... Wen nehmen wir denn mal mit? Oh, nehmen wir Staryu einfach mit. Das gute alte Staryu. Was wir ja gefunden haben. Irgendwo, im Nirgendwo. Aber kann man das, könnte man das rote Gyarados fangen, wenn das da jetzt auftaucht? Ich glaube nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Man konnte bisher nie irgendwas fangen, was besonders ist, außer Relaxo. Guck mal, jetzt ist er, diesmal ist er verschwunden, anstatt er... Anstatt er da bleibt. So wie beim ersten Mal. Okay. Was ist hier nur los? Was hat es hier auf sich? Schappi? Wer ist denn Schappi, ey? Da in der Mitte. Nidoqueen. Stufe 45, wird ja immer lustiger hier. Und Stufe 52, das könnte sogar auch hier nochmal ein One-Hit werden. Schade, leider nicht. Und Inferno lernen wir. Das ist wieder der... Ja, aber komm. 50%ige Chance, dass es trifft, da scheiße ich drauf, ganz ehrlich. Da behalte ich lieber die Attacken, die ich habe. Flame Wheel hat selber auch schon 60 und Flamethrower schon 90. Nope. Nein, ich möchte den Move nicht lernen. Kann ich hier nicht schwimmen gehen? Ich will mal kurz hier angeln. Oh, und Stufe 5 Magikarp gibt's hier. Na wunderbar. Was Stärkeres hätte ich mir ja nicht vorstellen können.
Verstehe ich hier irgendwie jetzt nicht ganz, was das hier soll. Können wir hier ja gar nichts machen, ey. Wir kommen ja nicht da rein. Ich komme da nicht rein. Verdammte Scheiße. Mist. Irgendwie. Verstehe ich das nicht. Naja, dann laufen wir woanders lang. Ich habe da schon eine Idee. Hier waren wir ja auch noch gar nicht. Also, Moment. Hier so. Oh, ein Fluffy. Ich wollte sowieso, wenn ich nochmal... Warte mal. Ah, fuck. Eigentlich wollte ich Fluffy nochmal fangen. Weil unseres ja nicht perfekt ist von den Stats her. Aber gut, das will ja nicht so ganz klappen. Irgendwie klappt das mit dem Surfer mal nicht. Mal ja, mal nein, mal ja, mal nein. Ich weiß auch nicht, was das hier soll. Das Gedöns hier. So, dann kommen wir aber hier, kommen wir auch noch lang. Hier gehen wir jetzt den Geheimweg und dann kommen wir da gleich zu dem Trainer. Pass auf. Was ist das hier für ein mysteriöses Spielchen hier? Hä, warum komme ich da nicht? Doch, geht doch. Da komme ich nicht zwischendurch. Was soll hier sein? Gar nichts. Okay. Ah, da ist noch ein Häuschen. Dann gehen wir mal in das Häuschen. Nein, ich brauche keinen Bounce. Was wollen die alle von mir, Mann? Ich will doch einfach nur hier ein bisschen planschen gehen. Aber warum funktioniert das nicht? Komisch. Komisch. Irgendwie verwirrt mich das hier ein bisschen. Ich frage mich, ich weiß nicht, was die hier von uns wollen. Wo wir lang sollen, damit wir endlich gegen den Arenaleiter kämpfen können. Beziehungsweise, wo ist der Kack-Arenaleiter? Ist das vielleicht dieser Chappie, der da in der Mitte ist? Wir können nirgendwo Surfer einsetzen. Oh, wie lustig. Ja, klar kann ich keinen Surfer mehr einsetzen. Ich habe ja auch mein Garados auf die Bank gelegt. Ja gut, dann müssen wir unser Garados zurückholen. So leid es mir tut, aber dann muss ich da doch mit dem Garados rein. Auch wenn der gesagt hat, dein Garados ist blauer als sonst, bring es, lass es lieber im Pokémon Center. Ist mir egal. Ich nehme das jetzt mit. Weil ich brauche ein Pokémon, das schwimmen kann. Ja gut, ich hätte das jetzt Staryu wahrscheinlich auch beibringen können, aber egal. Wahrscheinlich hat das gleich irgendwas mit dem roten Garados auf sich. Dann surfen wir mal zu ihm. Oder wollen wir vorher noch die anderen Boys hier fertig machen? Wir hätten uns auch mal heilen können, ne? Wenn wir schon zurück... Naja, ich glaube, das wird eh der Arenaleiter sein.
Keine Ahnung, was er eben für einen Müll gelabert hat. Was ist denn das hier für ein komischer Hänger? Seht ihr das? Was ist das? Naja. Ich glaube, ich habe es jetzt verkackt, weil ich doch einen Garados dabei hatte. Er meinte irgendwas von wegen, you failed. Aber egal. Scheiße aufs rote Garados, das hätte man bestimmt eh nicht fangen können. Und er hat dann irgendwie, glaube ich, mit dem Arenaleiter telefoniert und... Ja, weiß ich nicht, irgendwie war der Typ komisch und hat nur Scheiße gelabert. So kann man es eigentlich übersetzen. Und hat dann irgendwie auch gesagt von wegen, er wäre der Meister der Carpadore und ich müsste ihm Respekt erweisen. Und ich hätte ihn nicht so angesprochen, als wenn er der Meister der Carpadore wäre. Und dann hat er den Arenaleiter angerufen und hat ihm irgendwie gesagt, glaube ich, dass er nicht... mich gegen sich kämpfen lassen soll. Irgendwie so. Irgend so ein Gedöns. Ziemlicher Bullshit. So, kämpfen wir auch nochmal gegen den letzten. Da war da nicht noch einer? War hier nicht noch irgendwo einer? Ah, da, den Fisherman Jerry. Den haben wir noch nicht. Da wird auch Gloom. Schicken wir Gloom vorweg. Ach, Magikarp Stufe 46. Na so. So was Feines. Garados Stufe 47. Aber leider ist es da nicht so ganz so effektiv wie bei den meisten Pokémon, das mit dem Giga Drain, aber es reicht nicht, weil es nämlich jedes Mal die Defense mindert, wenn man Knirsche einsetzt und dadurch hat er es zu stark herunter gebattelt. So. Hätten wir den auch besiegt. Und jetzt gehen wir zurück ins Dörfchen. Ach nee, warte mal. Ich glaube, er hat John angerufen. Und John war der Typ, der die Tür da blockiert hat in dem einen Haus. Vielleicht können wir da jetzt einfach rein. Vielleicht war das Ding. Nicht der Arenaleiter. Sorry. Weil ich war der Meinung, ich bin der Meinung, der hieß John, der eine in dem Gebäude da. So, Quilava wird weiter vorgeschickt. Und ja, hier war der John, der ist jetzt nicht mehr da. Und jetzt können wir hier unten rein. Und hier unten ist Team Rocket. Ja, das wusste ich. Mülleimer, nichts drin. Dann hauen wir die Boys and Girls hier mal weg. Warum habe ich Flame Wheel eingesetzt? Ich wollte Flame Thrower einsetzen. Sobald wir auf Stufe 60 kommen, werde ich auch die letzte Entwicklung zulassen von Quilava. So, sehr schön. Hat auch nochmal ordentlich Erfahrung gebracht. Jo, One-Hit. Ich glaube, das könnte auch ein One-Hit werden, ja. Sehr schön. Hätten wir das auch geklärt. Oh, sehr schön. Schön viele Team Rocket-Gegner. Das mag ich. Oh, wunderbar für unser Quilava. Ich finde ja sowieso diese Team Rocket Gebäude am geilsten zum Trainieren, aber da müsste es halt mehr von geben, beziehungsweise man müsste da auch im Nachhinein wieder reingehen können.
Was man meistens nicht kann. No. Oh, der blockiert uns jetzt den Weg. Naja, gut, da scheint sowieso nichts zu sein. Wieder One-Hit. Wieder One-Hit. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen uns jetzt nochmal heilen und dann machen wir in der nächsten Folge hier an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Dann sage ich erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Bleibt stabil.